Hallo, mein Name ist Jürgen Schönfeld. Ich bin hier in Dessau-Dürten zu Hause. Seit einigen Jahren schreibe ich Mundartgeschichten, die ich bei manchen Veranstaltungen zu Gehör bringe. Heute will ich euch mal was vorlesen, so wie meine Gedanken sind über dies und das. Nun ist er endlich wieder da, der Frühling. Oder sagt man doch lieber Frühjahr hier bei uns Heme in Dessau? Naja, es kommt immer darauf an, was man dahinter anhängen tut. Frühjahrsgefühle hört sich nicht gut an. Da sollte man doch lieber Frühlingsgefühle sagen. Umgekehrt hört sich's nicht gut an, wenn es um die Mode geht oder auf dem Acker beis Umfliegen und beis Getreide aussehen. Da heißt es dann doch wieder Frühjahr. Aber wir bleiben doch bei Frühling. Der Winter ist nun wieder mal Geschichte. Die ersten Frühblüher sind schon im Februar aus der Erde gekrochen und überall in den Gärten. Und auch bei uns in unserem schönen Park, mitten in der Stadt, hinter das Bauhausmuseum, sind sie auch schon da. Ein bisschen mühselig war es schon, aber sie sind da, die kleinen Blumen. Jetzt muss man sich aber mal fragen, hatten wir hier bei uns in Dessau sowas wie einen Winter? Nee, ganz bestimmt nicht. Es war jeden Tag nass, grau und windig. Gefühlt war es nur ein paar Stunden am Tag helle. Kein Frost, kein Schnee, nur Nassgold immerzu. Und das seit Winteranfang. Sein Gutes hatte auch wieder. Die Leute mussten kein Schnee fegen, der Winterdienst musste nicht raus, die Fußwege waren nicht glatt und dicke anziehen musste man sich auch nicht. Und Heizung hat sie gespart, nicht zu vergessen. Aber für die Kinder war es nicht so schön. Schlittenfahren auf dem Dörtner Rodelbach oder in der Heideburger Schweineberge war nicht drin. Schneemann bauen und richtiger Wintersport war nur ins hochige Berge und ganz oben möglich. Früher war das noch anders. Da hat es noch richtig Schnee gegeben und unser Dorfdeich war zugefroren. Die Frühlingsblumen waren erst im März oder noch später raus. Woran mag das wohl liegen? Die Erklärung haben alle davor. Ob die Gelehrten, die Bauern, die Grünen oder die gewöhnlichen Leute auf der Straße, alle sind sich einig, dass das nur mit der Klimaerwärmung in den letzten Jahren zu tun haben könnte. Man könnte auch Klimawandel dazu sagen. Das ist vielleicht nicht so ganz krass ausgedrückt oder gemeint. Aber jetzt auf einmal hat man es gemerkt, dass wir nicht mehr weiter so machen können. Und nun kommt ein radikaler Schnitt. Keine Kohle mehr verfeuern für den Strom und Autos mit Benzin kommen aus der Mode und werden nach dem Osten oder nach Afrika gebracht. Zum Glück gibt es in Dessau noch die Straßenbahn und wer weiter weg will, der könnte ganz gemütlich mit der Eisenbahn fahren. Also alles gut. Aber wenn mal die Sonne nicht scheint und der Wind nicht geht, dann können wir kein E-Auto fahren, alles bleibt duster und der Bude bleibt gold. Aber dann können uns unsere Nachbarn rechts und links von der Grenze aushelfen. Denn die wollen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Und zum Schluss ist da noch der Feinstaub, auch so was Böses. Dann sollen es wohl sein, die da rumfliegen. Und wer ist schuld? Die kleinen Leute, die Häme an Kamin oder an Ofen haben und mit Holz feiern. Aber nicht die, die die großen Autos fahren oder vielleicht die Kolonnen von LKWs auf unserer Autobahn A9. Auch die großen Monsterschiffe, die auf unsere Meere fahren, sind ja so sauber. Ein sehr großes Glück für uns ist nun, dass es in Dessau das Umweltbundesamt gibt. Die Beamten und Experten sorgen davor, dass alles in Lot bleiben tut mit der Umwelt. So, das waren meine Gedanken über dies und das.